Einen wunderschönen guten Tag und damit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play Omni 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute mal wieder auf der Karte Tropical City und ja, fahren mal eine andere Linie in einen Bereich, in dem wir bisher noch nicht vorgedrungen sind. Die Linie wurde tatsächlich auch in den Kommentaren mal erwähnt und deswegen habe ich mir gedacht, ja, machst du mal, fährst du mal. Und zwar ist das die Linie 5, diese Triangellinie mit diesem Dreieck da. Der Kollege hinter uns hätte das angezeigt, nur habe ich ihn zu früh abgelöst, deswegen habt ihr das jetzt leider nicht gesehen, aber vielleicht kriegen wir das ja auch hin. Vielleicht. Ich bin gespannt. Ansonsten machen wir doch gerade mal unseren Bus. Ach genau, unser Bus. Wir fahren einen O405 Camo. Der ist ja von Pedro, der auch das O405 Stadtbus-Add-on gemacht hat. So, uiuiui. Das ist aber ganz schön laut, der Karren, du. Ich lass mal. Okay, er ist trotzdem laut, der Karren. Ja, aber ist doch egal. Ja, gut, geht schon. Sollten wir akustisch verkraften können. Gut, der SD letztes Mal war ja auch nicht allzu leise, von daher. So. Ich konnte mal damit umgehen. Das kann ich nicht mehr. Licht war auf jeden Fall da. Dann machen wir. Mal gucken. Irgendwas war doch dieses Dreieck. Ich weiß es noch nicht mehr, was es war. Ich habe leider echt keine Ahnung mehr, was dieses Dreieck war. Wäre es natürlich sinnvoll gewesen, das vorher rauszusuchen. Ansonsten fahren wir halt einfach als Linie 5. Das ist mir so irgendwie auch Käse. Oder er kann das einfach nicht. Das ist natürlich die andere Option. Es ist natürlich nett, wenn er es jetzt in die Kommentare schreibt, was das ist. Nur leider hilft mir das insofern nicht weiter, dass das Video dann leider schon aufgenommen ist und ich dann leider mit dem falschen Ding gefahren bin. Ja, gut, der kann anscheinend generell nicht so viele Linien so fixe, wie es aussieht. Von daher, das ist halt eh jetzt gerade ein bisschen schwierig. Der kann echt fast gar nichts. Schade. Ja gut, okay, dann fahren wir echt als Linie 5. Ja, genau, das ist genau das, was ich anzeigen wollte. Der Wechsel zwischen X und XX. Ja, genau. Bisschen Mathe für zwischendurch. Nur für alle, die gerade Prüfungen machen oder schon geschrieben haben. Die sind langsam auch durch, die ganzen Prüfungen. Von daher, ach ja. So, Park Florestal, genau, das ist unser Ziel. Dann haben wir es auch irgendwie richtig geschildert. So, ach so, ja, genau, Prüfungen waren, ja. Das hätte ich vielleicht vorher mal erwähnen sollen. Ist ja egal. Hallo. Trotzdem für alle, die nur was schreiben, viel Erfolg. So, Tageskarte. Das ist tatsächlich eine Tageskarte. Eine Kurzstrecke, bitte. Das ist ja cool. Ich wollte gerne eine andere Fahrkarte. Dann ist das die Kurzstrecke. Ach, guck mal. 1,70 sind dann 30. 2. Boah, eine Kasse, die funktioniert. Das ist ja Guten mega. Abend. Guten Tag. Ach genau, ich habe ja hier mal so ein cooles Guten Schild. Abend. Und zwar, ich war ja auch schon mal im spanischsprachigen Bereich. Busfahrgast. Und da ist es tatsächlich so, dass vorne eigentlich so ein Completo-Schild drin. Also wenn der Bus voll ist, dann steht hier Completo. Und ich habe mir gedacht, machst du daraus so ein im Auftrag von Schild, weil so ist es halt, ne? Ansonsten, was wollte ich noch erzählen? Ja, wir fahren ja jetzt den Umlauf der Linie tatsächlich. Also danach ist tatsächlich Feierabend. Ja, der macht ganz schön gut Lärm. Naja, auf jeden Fall danach ist Feierabend, das heißt, so viel ist hier nicht mit in den Abendstunden Richtung Park Florestal. Danach würde es theoretisch noch einmal zurückgehen, danach ist dann Feierabend. Ja, so wie zu dem Dienstplan hier. Also es ist relativ gemäßigt. Ansonsten, wir können gar nicht so viel falsch fahren, aber ich würde dir ganz gerne die Hilfspfeile anhaben aus dem Grund. Ja, das ist ein Backdrop. Aus dem Grund, dass ich die Haltestellen sonst wahrscheinlich nicht finde. Die tauchen nämlich auf einmal mitten aus dem Nichts auf. So, guck mal. Es fährt. Ich hoffe, es kommen Ansagen, ne? Hört sich nicht danach an. Aber gut. Das hat man, glaube ich, verkraften können. Ansonsten, das ist ja unser Fahrplan. Wir fahren auch gar nicht allzu viele Haltestellen. Also gar nicht allzu lang. Von dem her sollte das, glaube ich, möglich sein. So. Ja, genau. Das hier ist unser Ziel. So. Es bodennebelt ein wenig. Deswegen sieht das hier so aus, wie es aussieht. Oh, da war eine. Nee, war nicht unsere Haltestelle. So, da ist unser Flughafen. Da sind wir letztes Mal hingefahren. Alter, ist das laut, das Viech.
Fast wie so ein Flugzeug. Ja, auf jeden Fall, für die sich noch erinnern, wir sind ja letztes Mal zum Flughafen gefahren. Das war dann quasi hierher. Danke, Omsi. Ich bin dir sehr dankbar. Wenn du reagieren würdest. Es würde mich sehr freuen, denn ich würde gerne weiter aufnehmen. Ansonsten gibst du mir natürlich dankenswerterweise die Gelegenheit, weiter nach dem Triangelsymbol zu suchen, um das dann in der nächsten Aufnahme präsentieren zu können. So, jetzt schaue ich mir mal ganz kurz das Stockfile an. Vielleicht gibt es da ja interessante Erkenntnisse. Oh. Was will denn der hier laden? Tropical City. Das sieht eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus. Es ist kein Problem. Naja, gut, dann würde ich aber trotzdem sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder. So, Dille, und da sind wir wieder zurück hier bei Omsi 2. Wir sind immer noch auf, ja genau, ich brauche es eigentlich gar nicht nochmal erwähnen, weil das ist einfach nur der kleine Cut gewesen. Wir sind wieder da, es müsste jetzt hoffentlich alles soweit funktionieren. Und was ich einmal ganz kurz mit integriert habe, sind die Ansagen. Wir haben uns Ansagen und die können wir uns, ach guck mal, das ist nochmal geil. Flugzeug. Ich habe deswegen gerade davor vielleicht nicht geladen. Es könnte sein, aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Super. Was auch haben, sind die Ansagen. Guck mal. This trail is recommended for children, elderly people, or people who just want to enjoy nature. Along the trail, woods and waterfalls delight the trip. Okay, da haben wir jetzt anscheinend, also wir haben uns Ansagen und der redet, also sie, also das ist die Ansagenstimme, redet er anscheinend über die Wege, die hier sind, also dass das eben dieser Weg, der jetzt für Kinder geeignet ist und so, und ich glaube, wenn der sich auch anhält, macht er das? Macht er tatsächlich so ein Penner? Wenn die es mit ihm entfahren, das finde ich jetzt aber nicht so optimal, ne? Die fahren schon mit mir mit, okay. Ich kegel den mal ganz kurz aus dem Weg. Ich mach mal ein Minütchen, ne? So, ist immer noch nicht weg, okay. Naja gut, dann ist es so. Dann fährt er vor uns her. Die tun hier anscheinend das Ganze... Ach, die wollen gar nicht mit. Na gut, das ist natürlich ein anderes Problem. Oder das ist dieses um die zwei Doch-Distance-Dings. Auf jeden Fall redet die Ansage anscheinend von den Wegen, die man hier laufen kann. Das Ganze war jetzt ja ein auf andere Leute geeigneter Weg. It offers a stunning view to the Mediterranean by the night sky. Das ist natürlich alles sehr spannend. Jetzt haben wir das auch mal gehört. Gut, this way is recommended for... Ach, alles Mögliche. Guck mal, da kann man rausgucken. Ist das süß. Okay. Dafür fahren wir jetzt hier einen coolen Touristikweg lang. Ich meine, das muss ja auch irgendwo honoriert werden. Wir können voll schnell fahren. Das ist die andere tolle Sache, die hier natürlich durchaus in den Fokus rückt. Na ja, gut. Also, die Fahrt wird sich jetzt auch ungefähr weiterhin genauso darstellen, dass wir halt viel geradeaus fahren und halt viele Halte bedienen, an denen wir halt Leute rauslassen. Ist tatsächlich, ist habe ich ja letzte, also der letzte Aufnahme auf der Karte schon irgendwie gesagt, aber hier ist es, finde ich, fast sogar noch extremer. Gestaltungstechnisch ist das Ganze natürlich, sagen wir mal, fernab vom Standard. Aber ich finde die Idee, dass es so eine Linie gibt, mit der man irgendwie in den Wald kommt und dann verschiedene Wege empfohlen bekommt, das finde ich ehrlich gesagt eine ganz coole Sache. Und deswegen finde ich das trotzdem irgendwie cool. So, wenn er da anhält, dann fahre ich einmal durch. Und er fährt auch durch, gucke mal. Da können wir die ja mitnehmen. Das ist keine Feentextur da links, das ist nur der Omsi. Die wollen alle nicht mit. Gut, dann fahren wir wieder alleine. Es ist nur mein Sichteinstellungsdings. Ach ja, schön. Gut, die Linie ist tatsächlich noch an der. Proportiona excelente vista para o lado na natureza.
Das ist natürlich eine super Sache. Also das ist immer direkt, für wen der Weg empfohlen ist. Toll. Ah gut, das ist natürlich gestaltungstechnisch durchaus so eine Sache, aber hey, was willst du machen? So, wollt ihr vielleicht mit? So, so wäre ja quasi das Optimale. Aber für euch das Optimale ist ja, wenn ich mit meinem Mittelteil quasi an euch stehe. Ja, das interessiert euch aber anscheinend nicht wirklich, ne? Nö. Ist egal. Ja, fahren einfach weiter. Vielleicht wenn irgendwann einer mit uns mit. Aber es ist ein bisschen das Problem hier an der Tatsache, dass man... Ach, jetzt kommt noch so eine lange Ansage. Aber es ist halt schlimm, wenn wir was verstehen würden. Na gut. Aber es ist halt so, dass die Haltestellen halt tatsächlich direkt gegenüber gebaut worden sind und dadurch halt die Docking Distance irgendwie sehr gering ist. Ja. Ne? Normalerweise würde man irgendwie Abhilfe schaffen und sagen, man verschiebt die Einheit ein bisschen weiter nach vorne, ein bisschen weiter nach hinten, aber ich glaube, der, die das Map baut, hat sich damals irgendwie was dabei gedacht, dass man das so macht und dann wird das auch so gemacht. Na gut. Soll so sein, ne? Da kannst du nicht machen. So, ich könnte ein bisschen schneller fahren, aber ich glaube, der Bus hält dann... Okay. Hier ist er eh abgeriegelt. Der hat jetzt irgendwie mit so einem... Ah, mit dem Bus fahren müssen, dass er irgendwie aushält hier die Geschwindigkeit. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen zügiger gewesen, aber so reicht das ja eigentlich auch vollkommen aus. Zacken Sie die Verspätung. Ja, eben, wir sind quasi eine Minute zu früh. Der Fahrplan hängt ja gar nicht da. Das darf ja nicht sein. Man muss immer den Fahrplan im Blick haben, meine Damen und Herren, ne? Das ist eine unglaublich wichtige Sache. So. Oh, der Retarder zieht aber ganz schön rein. So, die wollen sehr wahrscheinlich, ich vermute mal auch nicht mit, aber wir halten mal an so aus. Sag mal, dass er so macht. So, wollt ihr vielleicht doch mit? Seid ihr nette Fahrgäste? Steigt ihr ein? Seid ihr feine Fahrgäste? Ihr seid ja nicht, okay. Mal mir klar. Seid ihr keine feinen Fahrgäste? Seid ihr grobe Fahrgäste? Ja, wobei, dann hätte ich die... Finde ich gut, dass sie da nicht einsteigen wollen, wenn sie so grob sind. So, jetzt fahren wir halt dann tatsächlich einfach mal ein paar Kilometer irgendwie so quasi durch den Dschungel. Das ist natürlich nicht ganz so der optimale Spline für die Sache, aber wollt ihr denn wirklich nicht mit? Nö, okay. Dann fahren wir mal weiter. Das ist natürlich, wie ich finde, nicht ganz so der optimale Spline für die Sache. Da könnte man so ein bisschen... Ah, gab's damals halt alles noch nicht. Das haben wir damals, haben wir das alles noch nicht gehabt. Jetzt sind wir nämlich auch schon da am Park Florestal. Das ist unsere Endhaltestelle. Und somit wären wir jetzt so erfolgreich 15 Minuten lang geradeaus durch den Wald gefahren. Yay. Somit hätten wir diese Linien auch ergründet. So. Ach, guck mal, der klassische Omsi-Absatz. So, wenn man nicht die Höhenunterschiede irgendwie andersweitig ausgleicht. So, du läufst ein bisschen nah. Aber es passt schon. So, hier wäre Root End. Okay. Haha, da ist ein Dings. So. Gucke mal. Ja, Minute zu früh, aber passt ja eigentlich. So, somit hätten wir nun dieses Erlebnis auch nun erlebt. Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem irgendwie so ein kleines bisschen gefallen. Ansonsten, ja... Ansonsten ist halt so. Da kann ich auch nicht viel machen.
Ist ein bisschen hell, ne? Ich mach vielleicht mal so. Ich glaube, so passt ganz gut. Also ist ein bisschen zu dunkel. Na, mal gucken. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Und dann vielleicht mit einer Karte, die vielleicht nicht ganz so gestalterisch ist wie die hier. Also nicht auf so einem gestalterisch hohen Niveau. Nein, ich gucke einfach mal, dass wir da so ein bisschen Mischung reinbringen. Mach es auf jeden Fall gut. Tschüssi.